Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und ich muss an der Stelle mal die Tussi raushängen lassen und ein bisschen mecken. Ich trage jetzt schon seit 2 Folgen einen anderen Helm und du hast es nicht bemerkt. Ach, das ist anders. Ich dachte, das ist die grüne Farbe. Nein, meine Kleidung... Ich wusste schon, irgendwas ist anders, aber ich dachte wirklich, das ist einfach die grüne Farbe. Wir sind hier schon mal den Baum hochgegangen, gehen jetzt hier rüber. Das war die Kreuzung des Büßers. Und ja, gucken wir mal, was hier so gebüßt wird. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Pantherchen. Ja, ich sehe 2 sogar. Eins liegt und eins geht. Na, da hinten ist auch noch was. Ja. Und Pantherbabys rennen hier auch. Ach, das sind Pantherbabys 2 Stück. Und die Mama liegt da. Mhm. Ja, den geringsten Widerstand. Ich bin unsichtbar. Ihr seht mich gar nicht. Ich bin unsichtbar. Oh, hier ist die Hand, die schwarze Hand. Ja, aber erstmal haben wir ein Pantherchen. Panther? Ja. Es ist böse auf dem Baum. Hier, komm mal her, kleine Maus. Das ist ein Panther und keine Maus. Das ist Dagons Treppe. Hier hat sehr viel mit Dagon zu tun. Dagon war echt mal ein Stecher, du. Bist du friedlich? Ich glaube nicht. Heidi ho, Schweinebacke. Oh. Nee, ist nicht friedlich. Seltenes Gewürz. Ja, nimm mal mit. Hab ich. Ah, hier ist eine Holzkiste. Ja, dann öffne die. Hab ich. Oh, Vasen kann man bestimmt kaputt schlagen. Wir sind nicht bei Zelda. Und auch nicht bei Diablo, okay. Okay, bitte, irgendwo ist jemand, der mich nicht mag. Also unten links ist einer am Wasser. Oh. Unten rechts da. Auch. Aber das wird doch nicht hier alles sein, oder? Ah, da geht's richtig runter und dann geht's noch weiter. Ui. Oh, hier hat eine Kerze, muss ich mitnehmen. Spannend. Gehärteter Ziegel. Oh, nehmen wir auch, komm. Was soll da geiz? Da ist ein Träger. Ach, Mist, wir haben aber keinen. Oh, der hat bestimmt hier Zeug mit, das man nehmen kann. Hier, Töten. Material. Sowas finde ich immer toll, solche Dungeon. Hm. Kann man, Dingsbums fällt mir gerade mal ein, so hier, Skyrim zu zweit spielen? Skyrim? Keine Ahnung. Cut your heart out. Hast du den schon zerstört? Das ist der dumme Träger, hier ist der Träger. Der Riss. Ah, oh, der Träger ist unter Wasser und ich kann ihn nicht looten. Geht denn gar nicht. Hier ist er. Trägerin. Hä? Nein! Oh Manu! Der Riss! Kann man sich hinlegen? Das ist ja... Ja, als Emoji-Dings da, aber... Ich kann den Typen aber... Hast du den Typen gelootet? Ah. Nein, ich bin ja nicht dran gekommen. Also den Typen konnte ich jetzt, looten. Aber der doofe Träger nicht. Und um den ging es mir doch. Mann, Ach, hier geht's einfach nur raus. Was machst du? Hier ist der Ausgang. So.
Ja. Könnte man sich oben noch kurz umschauen vielleicht. Machen wir, aber ich würde gerne noch an diesen... Ach, jetzt habe ich ihn verloren, weil ich irgendwo wieder war. Ah ja, Schleichen habe ich noch gar nicht versucht. Wo bist du denn nochmal? Hey, du Wasserleiche. Hallo, Wasserleiche. Antworte. Oh. Kann ich hier schwimmen? Oh, hier ist ein Buch. Oh, hier sind Emotes. So sehr ich es auch versuche, finde ich in den Armen der Macht keinen Schutz. Sobald ich mich niederlege, beginnen meine Gedanken zu kreisen. Aber es gibt kein Entkommen, keine Erlösung von diesem ewigen Tag. Ich überlege, ob die Götter ein grausames Spiel mit mir treiben. Jedes Mal, wenn ich denke, ich gleite hinüber in das Land der Träume, reißen mich die Schreie meiner ermordeten Landsleute, die Geräusche des Urwaldes oder mein eigenes Schnarchen immer und immer wieder aus dem Schlaf. Ich bete, dass mich jemand von meinem Leid erlöst. Okay. Hier lernst du zu schlafen. Auf dem Bauch, Seite, links und so, rechts. Darum waren wir hier, damit wir auf der Seite liegen können und schlafen. Genau. Das sah jetzt aber auf der Karte irgendwie bombastischer aus, oder haben wir da was übersehen? Ja, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nochmal hochgehen. Ich hab Hunger. Der doofe Träger ist immer noch nicht lootbar. Ja, du, ich hab's auch schon mit der Hocke versucht. Einfach mal eine Hocke, aber... Ja, ich weiß, der ist irgendwie in den Boden geglitscht. Aber ich bin dann auch ein bisschen tiefer geglitscht. Dass ich dann halt schwimmen konnte, aber... Naja. Hier sind noch Käfige auf der Seite. Nee. Oh, da ist noch ein Typ. War ein Typ. Der hat einen Zettel dabei. Salak Chaos Anweisungen. Ob der Anweisungen hat? Oh, hier ist ein Thron. Eisenverstärkung. Aber nur eine. Seltenes Gewürz. Was zu essen. Gesundheit. Oh. Danke. Ja. Das war's schon. Hätte auch mehr erwartet. Ja, das war's. Ich glaube, wir sind mittlerweile zu verwöhnt. Ja, man war. Kann da unten durch rausgehen. Sah auf jeden Fall nett aus. Der fliegt hier. Oh, der fliegt. Fliegt der auch bei dir? Der fliegt. Hier fliegt nichts, hier liegt nichts, hier sind nur tote Sachen. Bei dir fliegt hier einer. Mit einem abgetrennten, zwei abgetrennten Armen fliegt hier einer. Bei mir fliegt hier niemand. Hast zu viel S geguckt. Nee, der fliegt. Lass sie fliegen. Na, Niesen steckt an. Aha. Niesen steckt an, habe ich gesagt. Ist der Träger ganz weg? Weil die Leichen sind... Nee, hier liegt nur einer. Der Träger. Aber lag doch hier, der Träger ist weg. Ja, der lag. Stimmt. Du verkackter, dreckiger Träger. Arschkrampenzeisig, du kleines. Hat sich der Träger verkrochen? Ich habe übrigens ein Zelt gefunden. Zum Aufstellen? Ja. Cool. So, was machen wir jetzt noch mit dem angebrochenen Tag? Ja, gute Frage. Ich habe jetzt eigentlich hier mehr Action erwartet. Du, wir haben noch, wir sind hier die ganze Zeit auf einer Seite, ne? Guck mal, ja, habe ich auch gerade überlegt, ob man da bei der Bucht der Bucht
der Rümpfe sich ein bisschen umschaut. Ja, oder man läuft da mal... Weil das ist direkt gegenüber. Man läuft da rechts mal... Aber nee, nicht gegenüber. Man schwimmt gegenüber auf die andere Seite und rennt da mal so am Strand lang. Dahinter gibt's da irgendwas Tolles. Ja, dann machen wir das doch mal. Schon wieder das war dunkel. Ja jetzt... Gut, dass ich Zeug zum Reparieren meiner Leuchtfackel mitgenommen habe. Habe ich schon unterwegs gefunden. Massig. Ja, das auch. Aber ich könnte was zu essen gebrauchen. Hast du was zu essen dabei? Ja, aber das ist nichts für dich. Das sind Schalentiere. Das geht ja, solange es kein Fisch ist. Wie weit ist das denn noch? So, da habe ich vielleicht noch was. Also wenn ich ein Feuer hätte, könnte ich mir was braten. Ja, ich kann dir auch was geben. Ja, gib mal. Nein, nicht. Ich wollte dir eigentlich nur die Hälfte geben. Kann ich die Hälfte wieder rausschmeißen? Ja. 5 liegen da noch. Hat mich geschlagen. Also ich werde angespuckt. Ein so ein Ding macht einen auch wirklich sehr gut satt. Aua. Oh, die halten auch richtig lang. Ja, ja. Die halten ja länger als exotisches Fleisch. Ja, ja. Man könnte querfeld eingehen, aber ich dachte mir, wir gehen einfach mal außen rum, die dumm und. Ja. Mach mal einen schönen Strandspaziergang. Ja, voll romantisch, ey. Mit Krokodilen. Morgen. Lass nicht. Mich aufs Kroko hüpfen! Geht nicht. Boah, weißt du, was geil wäre? So ein Multiplayer im Hexa-Universum. Oh, das wäre cool. Also, man vielleicht irgendwie so Hexer ja, ist, oder? Wo, ja, manche, man, der eine spielt Hexer, dann Zauberer. Aber halt nicht so gut ausgebildete Hexer, sonst wärst du ja zu stark. Ja. Das ist ja, das wäre dann ja sozusagen, du musst ja auch leveln. Ja, könnte man vielleicht einen Tank machen, weil der Hexer ist ja kein Tank, der ist ja mehr so ein, ja, Hexer. Mischung aus Kampfmagier eigentlich. Nahkampf ja. Und Kampfmagier. Das ist ja auch ein cooler Schatten. Was ist hier cool? Der Weg sieht cool aus. Weil der so dunkel ist. Hier führt er auch direkt einen Weg einmal rüber. Der Weg! Ach, den! Ich wundere mich schon, welchen Weg meinst du denn? Mit Tunnel? Oh, hier ist eine Frau. Oh, da ist ein Safari-Kämpfer. Safari? Ja. Oh, ich habe starke Fäuste. Die haben hier alle seltene Gewürze, das ist voll gut. Weiß zwar noch nicht, was ich damit anfangen kann, aber ich find's gut. Ja, ich sammle sowas auch auf. Was macht hier eine Safari-Kämpferin? Keine Ahnung, die lief da so lang. Die ist noch aber weit gekommen. Oh. Ich bin fast runtergerannt. Vorsicht, da geht's tief runter. Augenklappe? Hab ich die Augenklappe? Nein, die hab ich. Nein! Okay, komm, ich werf sie dir raus. Bitteschön. Oh, Augenklappe!
Willst du sie gleich aufsetzen? Klar, ich bin He-Man. Ah, scheiße. Dafür muss ich meinen Helm abnehmen. Ne, willst du die Augenklappe? Ja. Ich trag dir meinen Helm. Die Bukania-Bucht. Was hast du gesagt? Das ist die Bukania-Bucht. Nee, ich meinte eher die, die gerade noch Blut gespuckt hat. Very nice. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Rechts betet wieder jemand? Oder auch nicht. Tierbändiger. Oh. Okay, das müssen wir uns merken, dann müssen wir hier nochmal hingehen. So einer ist nämlich sinnvoll, bestimmt zu haben. Auch der hat wieder eine Anweisung. Was habt ihr mit euren Anweisungen? Verzieht der Keramikkrug. Jetzt muss ich mal so eine Anweisung lesen. Hab da zwei schon von. Info. Auf der östlichen Seite des Schiffes, der schwarzen Hand, hängt ein Anker. Gehe, in Klammer auf, nicht laufen, Klammer zu. Vom Anker 45 Schritte nach Norden, wende dich nach Osten und gehe 50 Schritte. Wende dich dann nach Süden. Und gehe 25 Schritte. Wende dich noch einmal. Noch einmal nach Osten und gehe 150 Schritte. Dort im Schatten eines mächtigen Baums ist eine Truhe vergraben. Ah, okay. Da sind auch zwei Truhen und da ist auch wieder eine Person, die mit Strand ruht. Cut your Fein. Ach, diese Anweisung sammle ich nicht auf. Das sieht ja richtig groß hier aus, ne? Schwarzbucht drüben. Hallo. Hier sind Käfige. Ganz viele. Ja, die wollte ich mir mal anschauen. Ich bin schon bei den Käfigen, aber... Oh, eine Truhe! Hm. 100-jähriges Ei. Der Rest ist irgendwie hinterhergeschmissen. Oh. Von hinten angegriffen. So, ich heile mich mal kurz. Oh, guck mal, das Kaninchen kann nicht weiter weglaufen. Es hängt da fest. Auch jetzt schon. Ich helfe dir. Es ist so wendig. Es ist auch noch ein Zuchtmeister. Es ist so wendig. Ach, jetzt habe ich dich. Oh, ist ein Barkeeper. By the old serpent, invaders. Attacke! Oh! Oh, was zu essen? Oh, scheiße! Ah!
Also hier hätten wir herkommen sollen mit den, wegen den Sklaven. Ja, das können wir ja nochmal machen. Oh, hier auch eine Namen, das... Oh, hier ist ein namhafter Gall aus der Sperrgrube. Hier war auch eine, bestimmt Tänzerin oder so, namhafte Tänzerin oder so. Rittersporn, hilf mir! Ich bin nicht Rittersporn, aber wo bist du? Bin ich hier? Nee, jetzt bist du gar nicht du. Oh, hier ist sogar einer mit... Aua, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wo bist du, wo bist du? Das Schlimme ist, sie bringen auch was mit. Oh, Medizin, Mann! Aua! Alter, Medizin, Mann! Ich muss mich leider mal heilen. Blood of the serpent. Enemies at the gate. Ich hab auch 6-mal Bluten. Hier, kleiner Wurm ist da noch voll am Kämpfen. Da ist ein Jumpscare. Ja, ich... Okay, das kann ich wieder... Wahrscheinlich habe ich von diesem Sack da haufenweise Blutungen bekommen. Identify yourself. Set will grant me cunning. Schieß dir in die Fresse. Oh, keine Pfeile mehr. Und hat er sich gelohnt? Ist er das Kops? Oh, hier sind 2 Goldstücke. Und Atemtrank hat die eine gehabt. Abgesplittertes Geißelsteinfragment. Klingt wichtig. Die war auch namhaft. Sieht aus wie eine Tänzerin. Also hier müssen wir echt nochmal... Also die namhaften Leute will ich haben. Ja. Oh, ich bin schon ganz schön voll, sehe ich gerade. Oh, hier ist was zum Lesen. Kannst du ja mal vorlesen. Beschreibung. Heute wurden erneut Kisten angeschwemmt. Seide, geborstenes Geschirr, Edelsteine, die übliche Beute, die uns die See beschert. Dieses Mal sind allerdings Kisten mit seltenen Gewürzen darunter, die ich noch nie gesehen habe. Ihr pikanter Geschmack brennt im Rachen, wärmt aber den Leib und lässt mich schwitzen. Ich sollte mich besser ans Kochen machen. Shamala lässt mich vierteilen, wenn ich sie warte. Hier sind Schweine drin. Oinki oink. Ich will das Schwein haben. Da oben geht's noch weiter, cool. Ich will das Schwein haben. Ja, ich hätte es auch am liebsten mitgenommen, aber... Oh, hier ist noch einer. Normaler. Vor allem, das sind Babyschweine. Ja. Also ich kann es töten, aber ein eingesperrtes Schwein töten macht keinen Spaß. Nee. Das ist ein armes Schwein. Weil sonst ist hier oben nichts mehr. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Wir waren noch nicht auf dem Schiff. Richtig. Ist hier was an der Bar? Nee, aber kann ich... Muss mal kurz gucken. Ich habe wieder Hunger. So, und Durst habe ich. Durst ist das Problem, nicht eher Hunger. Jetzt habe ich so viel Zeug, jetzt brauche ich Ewigkeiten, um zu sehen, wo mein Trinkschlauch ist. Ach, da ist noch so ein kleines, Gebäude. Mhm. Das ist jetzt richtig groß hier. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ach du Scheiße. Das sieht nach richtig Menge, jede Menge Ärger aus. Ja. Du freust dich schon, ne? Wollen wir die zerkloppen, oder?
Warte mal, ich gehe einfach mal hier auf die Kiste. Oh, ist eine gute eine Idee. Geh mal weiter auf die nächste Kiste. Bin ich, hab ich. Joa. Warte mal, wer ist denn da der Schlimmste da? Owen der Schöne. Ein Händler. Oh, vielleicht können wir mit denen reden. Ich versuch's einfach mal. Da ist ein Kämpfer. Rede mal. Aber die kämpfen gar nicht hier. Wir kommen in Frieden. Tier in die Bogenschütze. Was kann ich Horus mit dir handeln? Oh, Schuhschnabeleier. Spinneiersack für 10 Gold. Was mache ich denn mit einem Spinneiersack? Kann sich da Spinnen mit heranziehen? Boah. Würziges Geflügel. Also 10 Goldmünzen will Owen haben. Also Goldmünzen brauchen wir für andere Dinge. Okay, gut, aber was hatten die oben ohne Händlerin? Also wenn eine Händlerin oben ohne nichts hat. Söldner Alchemist für 50. Söldner Kämpfer für 100 Goldstücke. Das muss aber ein heftiger Söldner sein. Würziges Gefüge für 5 Silber. Ey, bis wir 100 Goldstücke haben. Weißt du, wie lange wir da suchen müssen? Mhm. Okay, wollen wir aufs Schiff, wollen wir aufs Schiff, wollen wir aufs Schiff? Ja, ja, ja. Ich muss so kurz was essen. Das kann weg. Trinke ich nochmal einen Schluck und dann können wir los. Ich bin zwar mächtig überladen. Ich habe Rittersporn gerade mal ein bisschen was gegeben. Oh ja, warte. Hier, kleiner Wurm. Das kann man hier bestimmt ein bisschen aufteilen. Naja. Ich muss kurz ein bisschen warten. Was kannst du noch, also ein bisschen Schleimsuppe kannst du noch bei Rittersporn reinpacken. Der hat noch ein bisschen Platz für eine Rittersporn hat einen haarigen Rücken. Ah, ich mach die mal voll. So. Hat er jetzt 200. Okay, die Steine können weg, die 10. So. Ja, dann können wir noch irgendwas, das weg kann. Knochen finden wir auch überall. Und eine Anweisung reicht ja hin. Okay, let's go. Ja, ja, go, go. Okay. Oh, der hat noch nichts gemacht. Der war nett. Ach so, das wusste ich nicht. Jetzt hast du mich. Ich probier's erstmal aus. Jetzt hassen wir uns alle. Ich habe auch so schön seinen Kopf getroffen. Ja gut, dann packe ich mal die Waffen weg. Vielleicht ist es jetzt, vielleicht sind die anderen jetzt auch nett zu uns. Warte, ich esse noch mal was. Dann muss wieder Schalentiere kommen. Dann gehe ich auch mal vor. Ja, mach mal. Kann ja nicht sein, dass nur immer ich. Hallo, hier. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Oh nein. Oh, die will ich haben. Ach, geht nicht. Schade. Ich hätte sie gern gehabt. Oh, schwarze Seide. Eisenkrug. Schön Deko. Jamillas Freiheit. Oder Jamillas Freiheit. Das war ja mal ein riesiges Schifflein. Oh ja. Ach, da kommen sie schon. Geil, der. Boah, hier gibt's ja richtig namhafte. The name of Set, identify yourself. Und die haben auch Atemtränke, das finde ich aber. Abgesplittertes Geißelsteinfragment. Ja, mitnehmen. Und Elfenbein. Mitnehmen. Heidi Ho, Zimmermann 1. Ist da. Oh, keine Sau.
Miete. Nein, nicht runterfallen! Hier ist ein Buch rum. Die heutige Lieferung aus Sepemu ist da. Holzplanken 2000, Eisenverstärkungen 1500, neue Rekruten 10, Stahlbarren 1000. Alles abgerechnet. Hm? Die Königin wird zufrieden sein. Bei diesem Tempo kriegen wir das Schiff vor der Sturmsaison geflockt und können dieses verfluchte Land ein für alle Mal. Oh, hier sind Goldbarren und 5 Silbermünzen. Also meine makellose Waffe geht bald bei den Jordan. Wir müssen echt mal zu einem Schlüpferkönigin. Da Reparaturkits absahen. Der hat 3 Paar Stiefel gehabt. Okay. Suchtmeisterin hat ein interessantes Oberteil. Ja, das sehe ich auch gerade. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also hier in dem Spiel. Ah, willst du lang? Okay. Oh, da ist eine... Mietze Katze. Ich habe eigentlich die Kiste gemeint, aber... Ah, die Kiste! Cool. Ja, hol du dir die Kiste. Okay, hol ich die Kiste. Da ist ein Zelt der schwarzen Hand. Ja, mit. Oh Gott, das geht da ja immer noch weiter, Alter. Heinrich, ich glaube, wir schaffen das nicht in einer Folge. Ah, oh, scheiße. Ich bin noch recht voll. Oh, 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 Nein, oh, richtig oh. Fallen! Ich hab hier oh, 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 oh gesagt. Die Truhe kannst du haben. Oh, argosianischer Traumstaub. Okay. Das ist eine, das geht ja richtig ab da oben. Wie voll bist du? 70%. Man treten. Nee, so nicht. Okay. Ah, ist ein anderes Spiel. Oh, und tschüss. Gott sei Dank war es nicht tief. Da habe ich noch so ein Zelt mit. Oh, ein Silberstoff. Ach, hier geht's auch weiter. Na egal, kommt zu dir. Ganz schön aggro die Leute hier. So, mit welcher Taste konnte man treten? Das war so nicht. Steuerung? Ach, so konnte man sich. Steuerung kannst du blocken. Habe ich auch schon voll vergessen. Oh! Okay. Hab ich auch nicht mehr. Hier ist noch was mit E. Zu interagieren? Ach, das Büchlein. Okay, ich lese wieder vor. Oh, neues Talent.
Buccaneer, Gewand des schwarzen Korsars. Unser Quartiermeister hat zwischen dem Treibgut eine Truhe voller Holzbeine, Haken und Augenklappen entdeckt. Sehr schneidig das alles. Wir werden die Sachen sofort benutzen, selbst wenn wir uns dazu das eine oder andere Körperteil abschneiden müssen. Also ich habe da jetzt Klamotten gelernt, neue. Und hier ist noch eine Kiste. Ach, Hose, Eisenbahn. Ich konnte doch treten, Mensch. Ich denke jetzt an dieses eine Kampfspiel, da war es F. Weil der eine war gerade so schön an den Klippen, den hätte man so schön runtertreten können. So am Rand. Boah, oben geht's ja echt noch weiter. Warte mal kurz. Den kann man auch so schön, den hätte man auch so schön runtertreten können, das muss doch irgendwie... Ja, warte kurz. Ich guck auch. Das gibt's doch. Oh, es gibt sogar Selbstmord. Steuerung K. Okay. Ich hab's Treten gar nicht gefunden. Aber ich kann doch hier treten in diesem Spiel. Glockennebenhand? Ja, eigentlich dachte ich auch. Aber steht hier nirgendwo. Weil ich meine auch, dass ich hier schon mal getreten habe. Ups, das habe ich jetzt gedrückt. Hm. Egal, ich töte den jetzt. Ich habe jetzt irgendwie in meinem Bildschirm irgendwas, irgendwas gedrückt, was falsch war. Ich habe jetzt oben einen Balken. Okay. Ein Rand. Conan Sandbox. Kapitänsquartier. Jungs, ihr steht im Weg. Ja. Hm. Und was Schönes drin? Ja, ganz viel Standardöl habe ich noch mitgenommen. Das war's. Ja. Okay. Sind wir doch fertig hier. Oh, hey. Junge, du gehst mir echt immer in den Weg. Ich bin auf dem Segel. Ja. Ist ja ganz cool so, ne? Eine Sache, glaube ich. Ich gehe nochmal ganz weit zurück. Ja, ich folge dir, sonst finde ich dich hier nie wieder. So. Ich gehe nochmal zum großen Schiff. Ja, ich glaube, das hatten wir uns auch nicht ganz angeschaut, ne? Doch. Das ist an der Seite. Achso, da waren wir da. Ne, da rechts, genau. Wenn du hier guckst, wir sind von rechts gekommen und links ist nochmal so ein Zelt. Und da geht so ein Steg lang. Hier oben ist auch noch was. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Hier ist zumindest noch eine Truhe. Jo, da haben wir Blut. Achso, doch, die hatten wir schon. Ich höre gerade Kampfmusik. Du warst auf der anderen Seite. Ah, da bist du. Von wem kommt die Kampfmusik? Keine Ahnung, ich höre sie nicht. Ich höre sie jetzt auch nicht mehr. Ja. Ah, hier ist offen. Nee. Ups. Ah doch, hier geht's lang. Haha. Bist du da jetzt runtergesprungen? Nee, durch die Öffnung und jetzt muss ich mal Licht anmachen. Jetzt gehe ich hier mal lang. Oh, warte, ich. Ach, da. Und dann sitzen hier ein, zwei Jungs. Hi, kann ich mitspielen? Ah! Ja!
Hochkirimelischer Kämpfer. Aber Stufe 2, ja. Jo, also hier kann man doch echt nochmal herkommen wegen Kämpfer. Hm. Qualer war gerade die namhaften, die haben es mir angetan. Aber konnte man die nicht aufsammeln? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall waren sie dann nicht mehr so groß. Sie sahen dann auf jeden Fall nicht mehr so cool aus. Ja, aber dieses Ausflugsziel war echt cool. Also. Mhm. Ja, auch so ganz unerwartet, ne? Also, ja, ich. Also, dass da irgendwas Cooles ist, hat man ja gesehen, aber. Ich habe einfach nur so ein riesiges Schiff erwartet und das war's. Ja. Ach, jetzt haben wir bestimmt auf dem Rückweg wieder ganz viele Gegner. Wir können ja außen rumgehen. Ja, hier läuft auch noch einer rum, der. Den haben wir vorhin verschont. So. Nee, ich würde erstmal einen Break machen, du. Und nächstes Mal weitermachen. Würde ich auch. Das würde ich auch. Aber ich glaube, wir können dann erstmal zurückgehen und uns erstmal entladen. Und wie gesagt, meine Hauptwaffe. Mein Bild hat sich ein bisschen verschoben. Meine Hauptwaffe hat nur noch. Egal. Die ist auf jeden Fall nicht mehr ganz heile. Also gehen wir hier über den Pass. Ja, und nächstes Mal. Oh, hier ist auch noch einer. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir zum Schlüpfer-King. Ja. Und jetzt verschwommen. Wo ist denn der andere? Ach, da! So. Genau, nächstes Mal sind wieder Schlüpferkönige dran. Die Schlüpferkönige. Vielleicht machen wir. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen weiter gehen, weil da war ja auch schwarzes Eis und so. Und Eis, so wegen Eistruhen bauen. Ja. Das hatten wir ja auch irgendwie nochmal vor. Naja. Aber für heute soll es erstmal reichen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like da. Ja. Und für die. Ihr kennt es ja mittlerweile. Genau, ich sag's immer wieder. Für die, die noch nicht abonniert haben, lasst ein Abo da. Und für die, die schon ein Abo da gelassen haben, gebe ich euch einen Tipp: Macht doch noch einen Account. Nee, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.